Jo, moin Leute, ihr seht schon, wir sind auf eBay. Ja, es ist diesmal ein Video der nicht ganz so geilen Art. Ja, ich habe mir hier das mal angeguckt, was sich hier auf eBay rumgehört hat, was hier abgeht. Ja, wir haben hier irgendwelche Sets, die zusammen vielleicht einen Zehner kosten, ja. Werden teilweise als angebliche Attrappen, so wie das hier, angeboten, ja. Dieser komische Batzen hier, dieses ekelhafte Scheißteil. Ja, für 25 Euro, was im Laden, glaube ich, 15 oder 16 kostet. Ja, was ist daran ist das Problem. Ja, was das Problem daran ist, kann ich euch sagen. Ihr seht ja hier schon 44 Euro für etwas, was vielleicht 10 oder 15 kostet insgesamt. Ja, das wird hier angegeben, bieten die Artikel bezahlen können. Ja. Unwichtig ist selbst schuld, wenn ihr hier ärgerst, so Stück Scheiße, sage ich ganz ehrlich. Und da nehme ich jetzt auch nicht so wirklich ein Blatt vor den Mund, weil solche Leute sind einfach nur die übelsten Wichser, meiner Meinung nach. Ja, hier, das hier angebliche Raritäten. Ich sehe doch da, dass da Funke mit bei ist, ey. Hier, das sind Funke, hier, die Hydra-Raketen, das sind alles neue. Die Röder-Royal-Raketen, das sind keine Raritäten. Die kann er sich in sein. Ihr wisst schon, wo reinschieben. Oder die Person, was sind das, Mann oder Frau? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ein Minuskind. Ja, also ein H-Minuskind, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, warum macht man das? Ja. Das Feuerwerksverbot und das ist genau das, was alle befürchtet haben, da jetzt diese ganzen Preise explodieren werden. Die werden hier als angebliche Attrappen abgebildet. Ja, warum als Attrappen? Ganz einfach. Alter. Die haben sie nicht mehr alle. Warum als Attrappen? Ganz einfach, weil eBay sonst und auch andere Nutzer das melden können, beziehungsweise offener nehmen können. Ja. Und das hier kostet übrigens im Laden 6 Euro oder so. Schade, dass jetzt hier kein Preisschild drauf ist. Oder hat er hier noch eins drauf? Das gibt es eigentlich im Netto, glaube ich. Ja, so, das ganze Problem an der Sache ist jetzt erstmal, dass es nicht legal ist. Es ist illegal. Wenn ihr da jetzt unbedingt welche kaufen wollt, ich kann das verstehen. Ich will auch unbedingt Feuerwerk haben und ich hoffe, dass meine Bestellungen ankommen. Ja, aber man muss ja nicht auf eBay gehen. Hier waren auch vorher noch eine Hellboy für 130 Euro in diese eklige Goldfinger, so wie das hässliche Teil heißt. Für, wie viel waren das? Ich glaube, für 400 Euro war die drinne. Und das ist echt was halt gar nicht geht. Meldet solche Angebote bitte, kauft dann nichts, weil wenn ihr was kauft, kann es sein, dass ihr entweder wirklich eine Attrappe bekommt. Gegen die Attrappen habe ich, wie gesagt, gar nichts, falls ich es überhaupt schon gesagt habe. Es kann sein, dass ihr wirklich einen richtig scharf gezündeten Artikel bekommt. Scharf gezündet in dem Fall, dass da wirklich ein recht echter Artikel ist, den ihr anzünden könnt und dann ein paar Sekunden Spaß habt. Oder dass einfach gar nichts ankommt. Ihr bezahlt. Und es kommt nichts an. Und dann seid ihr gefickt, auf gut Deutsch gesagt. Weil eBay wird dagegen auch nichts machen, weil es nämlich nicht gestattet ist, auf eBay Feuerwerk zu verkaufen. Zumindest nicht der Kategorie 2 oder 3, 4. Bei Jugendfeuerwerk ist das, glaube ich, schon ganz anders. Das darf sogar hier verkauft werden. Hier auch ein bisschen Zeug für 40 Euro und dann nochmal 7,50 € Versand. Also den haben sie wohl ins Gehirn geschissen. Ah, aber diese kleinen Flieger, die will ich auch haben irgendwie. Ja, also meine Bitte, meldet diese Leute. Ja, meldet das alles. Ich weiß, wir wollen alle gern unser Feuerwerk haben, aber nicht zu solchen Preisen und unterstützt das bitte nicht. Das geht gar nicht, also wirklich. Meldet das einfach. Hier 90 Euro wollen die. Oder hier das Dogbag. Das kostet einen Zehner ungefähr. Ja, oder hier. Wie gesagt, meldet das einfach. Schickt mir gerne noch weitere solcher. Ja, hier Black Widow. Solche Angebote in Anführungszeichen zu. Gerne auch per Instagram. Ich habe mein Instagram unten verlinkt. Ja. Und dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Zusehen. Ja, entschuldigt ein bisschen die. Obwohl, nein, entschuldigt nicht meine harte Wortwahl, weil es ist einfach so. Diese Leute sind halt einfach die übelsten Wichser und. Ich wollte jetzt ein Wort mit Söhne sagen, aber das sollte man jetzt hier besser nicht sagen an der Stelle. Ja. Wenn man sich das hier so anguckt, was sie haben wollen, das ist echt unverschämt. Aber naja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert meinen Kanal, werdet Teil meiner Pyro-Crew, lasst ein Like da oder ein Dislike, je nachdem. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.